Hallo und herzlich willkommen zurück zum geilsten Festival auf unserem Planeten, nämlich das Horizon Festival. Willkommen zurück zu Forza Horizon 3 hier auf dem Pixelhelden-Kanal mit mir, dem Ray. Ja, und heute haben wir eine besondere Ausgabe. Wir haben eigentlich immer eine besondere Ausgabe. Ja, jede Ausgabe ist für mich irgendwie besonders. Ja, einfach, dass ich das hier machen kann und dass ihr Freude daran habt, das ist für mich besonders genug. Aber heute haben wir was ganz, ganz Tolles. Ihr habt es wahrscheinlich auf dem Thumbnail schon gesehen, aber jetzt seht ihr es hier auch nochmal. Und zwar den PXR Service Truck. Ja, sehr geiles Design. Und ich muss an der Stelle auch gleich schon mal sagen am Anfang, das Design ist nicht von mir, sondern das ist aus der Community erstellt worden, beziehungsweise der Moritz, liebe Grüße an dieser Stelle, hat gesagt, hey Ray, guck mal, ich habe da was gemacht. Ja, jede gute Tuning-Firma braucht doch auch einen Service Truck. Und hat dann dieses Design gemacht. Und das hat mir auf Anhieb so gut gefallen. Da dachte ich, hey, das packe ich einfach jetzt heute direkt mit in die Folge. Und auch so ganz, ganz viel Liebe zum Detail hier. Auch hier so unser Angebot, PXR Edition Performance Limited. Hier auch so eine geile Nummer, unter dem wir uns erreicht. Unter 0800 123 456 789. Ja. Cool hätte ich jetzt noch gefunden bei der Vorwahl, wenn 0815 oder sowas da gestanden wäre. Ja? Vielleicht könnte man das ja noch abändern an Moritz. Mach mal 0, statt 0800, mach mal 0815 draus. Wäre vielleicht auch ein kleiner Gag noch am Rande. Ja, dann hier Twitch, Facebook, Instagram und YouTube. Ja, Twitch vielleicht durch Twitter ersetzen. Ja, dann, ich meine, wir haben Twitch, ja, aber ja, durch Twitter ersetzen wäre vielleicht auch noch eine Option. Dann hätten wir alle Social Medias zumindest mal. Ja, pixelhelden.de, das stimmt tatsächlich. Ja. Wir haben tatsächlich eine Homepage, die haben wir aber offiziell nie vorgestellt. Aber aktuell findet ihr eigentlich da eh nur die Videos, die wir aufnehmen, die darauf dann quasi verlinkt werden auf der Homepage. Aber ja, wir haben eine Homepage. Ja. Also die Homepage ist nicht nur fiktiv, die gibt es wirklich. Mich würde jetzt aber mal interessieren, an Moritz die Frage. Ja, ich weiß, dass er ja die Videos schaut und wenn sein Design kommt sowieso. Hast du einfach so mal die pixelhelden.de gemacht oder hast du wirklich geguckt, ob es die Homepage überhaupt gibt? Ja, das würde mich mal interessieren, ob das einfach mal nur so just for fun. Ja, des Weiteren hier, die Pixelhelden gibt es einmal in Surfers Paradise in der Ray Street 90 und dann noch einmal die Pixelhelden gibt es noch in Byron Bay bei der Red Dragon Street. Ja, und Red Dragon, das ist nämlich von Moritz sein Gamertag, unter dem könnt ihr nämlich dann auch dieses Design finden. Und ich habe den jetzt auch einfach mal gefolgt, weil er gemeint hat, er hat noch viel mehr Designs gemacht. Das habe ich selber jetzt noch gar nicht geguckt. Das machen wir jetzt einfach mal in der Folge. Und zwar kann ich hier gefolgte Spieler mal draufgehen. Ja, unter anderem folge ich ja Rosberg. Klar, der hat ja auch in Forza Motorsport schon ein paar geile Designs gemacht. Unter anderem ja auch für unser 24-Stunden-Rennen unsere Team-Designs. Ja, dann mache ich doch mal hier, gehe ich mal drauf. Und dann müsste ich doch jetzt hier Designs, 157 freigebende Designs. Not bad, not bad. Ja, gehen wir mal drauf und gucken wir doch mal, was er denn da so alles gemacht hat. Ja, einfach mal, ich meine, alle Designs gucken wir jetzt nicht durch, sind einige dabei. Da haben wir nämlich unter anderem hier diesen Truck. Also wie gesagt, da könnt ihr einfach mal bei ihm gucken, wenn ihr den auch machen wollt. Vielleicht macht er ja noch eine zweite Version, wie schon gesagt, vielleicht dann Twitch durch Twitter setzen und halt bei der Vorwahl vielleicht noch was ändern. Das fällt mir jetzt halt gerade so am Rande auf, ja, also kann er natürlich als Zweitversion noch machen, ja, Update-Version. Da kann ja beides online stellen, ja. Also hat einige Designs gemacht, ja, ist ein paar coole dabei auf jeden Fall. Hier, guck, auch mit PXR da so ein bisschen was gemacht, finde ich auch cool. Also ja, da hat er auch eine kreative Ader und das freut mich ja auch hier. Guckt mal an, also da hat er schon ein paar coole Designideen, gefällt mir. Also werde ich mal auf jeden Fall mal durchgucken. Viele BMWs mit dabei, auch hier, sehr cool. Ja, also könnt ihr auf jeden Fall mal auch durchchecken. Oh, der finde ich sehr geil designt, muss ich sagen hier. Der hat was, auf jeden Fall. Finde ich sehr cool designt. Ja, in allen möglichen Farbvariationen. Also da, ja, checkt mal auf jeden Fall aus. Da hat er ein paar coole Sachen hier, auch Rockstar, sehr cool. Ja, cool. Werde ich auf jeden Fall auch mal auschecken. Ihr könnt das auch gerne mal auschecken, wenn ihr denn Lust drauf habt. Gut, ich werde nun aber zu dem kommen, was ich eigentlich machen will in der Folge. Und zwar zwei Dinge möchte ich heute machen. Beziehungsweise die Folge teilt sich in zwei Dinge. Ja, gut, die Einleitung war jetzt so lang, da könnte man dann schon fast sagen, es sind drei Dinge. Die Einleitung haben wir jetzt auch abgehakt. Kommen wir, zwei Dinge. Ich möchte zum einen mal unseren Service-Truck hier, möchte ich gerne mal so ein bisschen aufpimpen. Das Ding muss einfach querfahren können. Also das Ding kann ja nicht wenig, der Ford Transit Super Van. Aber das Ding, ich will das Ding, das muss Power haben. Ja, ich will einfach eine richtige üble Powermaschine.
Handbremse geht schon ein bisschen was, aber das Ding muss einfach, das muss einfach quer können. Und des Weiteren kommt noch ein zweiter Punkt heute. Und der zweite Punkt wird dann so ein bisschen in die Laberfolge ausadern, denn es gibt einige Sachen, die ich gerne ansprechen würde. Das betrifft unter anderem auch die Leute, die zum Beispiel donnerstagabends auf unserem Teamspeak sind und als hoffen, und beziehungsweise auch möchten, in einer Multiplayer-Folge dabei sein zu dürfen. Das ist sehr gutes Deutsch, Ray, Lob an dich selber. Unter anderem, das wird unter anderem auch Thema sein, aber es sind ein paar Punkte, die ich ansprechen möchte. Also das heißt, erster Part, wir werden das Ding ein bisschen aufbauen, ein bisschen Spaß haben, ein bisschen querfahren, ein bisschen Reifen vernichten. Zweiter Part wird ein bisschen Laberfolge sein, sind ein paar Punkte. Ich habe mir auch jetzt mal ausnahmsweise ein paar Stichpunkte gemacht, dass ich es nicht vergesse, weil meistens ist es so, ich mache so eine Folge, und danach beim Schneiden oder sonst was fällt mir auf, ich glaube, ich habe da noch einen Punkt vergessen. Deswegen habe ich mir mal vorsichtshalber ein paar Stichpunkte gemacht. Wahrscheinlich habe ich trotzdem irgendwas vergessen, aber es ist egal. Fangen wir mal an. Wir gehen in die Werkstatt. Erster Teil der Folge. Wir basteln erstmal ein bisschen. Ja, wir müssen, also ich kann ja nicht hier mit dem Service-Truck kommen, wenn da nicht Leistung drin ist. Ja, deswegen möchte ich mal gucken, was können wir denn machen? Umbauten, Motor wechseln. Rein 4-Zylinder Turbomotor, 3,2 Liter rein 6-Zylinder oder ein 5,8 Liter V8. Ja, müssen wir nicht drüber reden. Wir machen V8 rein, ist doch ganz klar. Nein, wir machen mal einen reinen Sauger. Na, Heck. Machen wir mal Allrad. Komm, so ein Truck darf schon Allrad haben, aber das wird sehr hecklastig ausgelegt werden. So optisch können wir. Ja, gut, hier so. Da muss ich sagen, das sieht das ja schon besser aus, weil das ist hier, glaube ich, so diese Standardvariante oder so. Aber was können wir hier noch? Ja, der ist halt. Nee, machen wir nicht. So, hinten. Ja, können wir auch diese Standard machen, also vom normalen Transit quasi das Optik machen. Aber wir lassen das mal beim Supervan. Also hier ist quasi zurücktunen, ne? Der Supervan ist ja schon die kranke Variante. Hier könnten wir es quasi zurückbauen. So. Ja, Reifen. Würde ich sagen, da machen wir eine Offroad, oder? Das Ding muss auch Offroad können. Ich würde sagen, wir machen eine Offroad-Mischung. Die funktioniert ja auf den Straßen genauso. Deswegen machen wir da Offroad drauf und Reifen. Ich will die richtigen breiten Galoschis haben. 295er vorne und hinten haben wir das jetzt aktuell auch. Ich meine, beim Allrad würde es ja sogar Sinn machen. Jetzt können wir hinten 325er. Ich mache mal nur 300. Ach komm. Wir geizen nicht, wir machen so Felgen. Was machen wir denn da? Irgendwas Cooles, was so zum Truck passt, ja? Oh, Felgen, da kann ich mich wieder, da kommen jetzt wieder die ganzen Leute und sagen, wo so viel zu lang für. Toll, was hat denn so ein Truck für Felgen? Was passen da denn für Felgen? Das ist eine gute Frage. So Roti-Form wäre schon geil. Ich glaube, ich nehm mal hier. Ich nehme einfach die hier, scheiß drauf. So, zack. Wir können die auch größer machen. Groß. So. Oder machen wir, was ist denn das? 21. Nee, 21. Doch, doch, wir können 21er machen. Komm, scheiß drauf. Das darf schon raussehen wie so ein richtiges Pimp-Fahrzeug. Oder? Ist es zu groß? Nö, es geht. So, gut. Dann hauen wir mal alles rein. Ja, keine Kosten und Mühen werden hier gescheut. Da bauen wir einfach mal alles rein, was wir hier an Diff und allem haben. So. Bremsen. Auch richtig geile Galoschis. Und das, der Hobel muss natürlich tief. Ja? So ganz klar. Jetzt kommen ganz viele Offroad-Reifen und tief legen. Mimimi. Ja? Scheißegal. Optik muss sein. Zack. Gewichtsreduzierung. Was haben wir denn? 2,2 Tonnen. 1,8 ist ein bisschen zu wenig für so einen Truck. Ne, 2 Tonnen darf das Ding schon wiegen. Ein bisschen Gewichtsreduzierung machen wir. So, Leistung. Ja, machen wir erstmal. Oh, das ist sogar. Da ist ein Kompressor drin bei dem. Jetzt weiß ich auch. Weil die Frage kam mal auf in Horizon 2. Wohl bemerkt, was denn eigentlich der V8 DSC ist oder was DSC bedeutet. Das heißt also, da ist ein Double-Lups-Schaufel-Dings. Was auch immer. Also das heißt im Prinzip Kompressor, ja.
Und das heißt, da ist ein Kompressor mit drin. Okay, das heißt, wir könnten jetzt auch auf Twin Turbo wechseln. Dann hätten wir Twin Turbo statt Kompressor. Aber ich denke, ein Kompressor im V8, warum nicht? Passt doch. Ja? Geil, okay, wir haben einen Kompressor drin. Das ja, erhöhen wir. Wir möchten noch höher drehen können. Wir möchten entsprechende Klangkulisse haben. Wir möchten entsprechend das hier haben. Und wir, ja, hauen wir mal Kompressor nochmal eins richtig drauf. Wir haben dann, oh nee, 1000 Newtonmeter muss sein. Ich muss auf 1000 Newtonmeter kommen. Hubraum, oder? Was haben wir denn? 5,8, machen wir 6,2 Liter. Ah, 998 Newtonmeter Drehmoment. Komm, ich muss auf 1000 kommen. Machen wir erstmal noch die Schwungscheibe rein, ja. Wenn schon, denn schon. Was machen wir denn noch? Achso, Hubraum haben wir, dann machen wir Kolben. Ich will eigentlich genau 1000 wäre eigentlich geil. Machen wir, kriegen wir das hin? Irgendein Bauteil, was den Newtonmeter noch ganz minimal erhöht? 1020. 16. Ich will irgendeinen glatten Wert haben. Nee, das haben wir schon. 10. Ladeluftkühler vielleicht. Fuck. Ich glaube, das kriegen wir gar nicht hin. Ja, 1004 wäre das hier. Jetzt warte mal, lass mal gucken. Muss mal ganz kurz hier mein KW-Dingensrechner holen, weil wie viel Leistung haben wir denn anliegen? Das ist jetzt nämlich auch wieder die Frage. Ich möchte es möglichst genau haben. Ja, ich weiß, einfach ein Drittel dazu rechnen, wäre so ganz einfach. Ja, wir haben 808. Nee, wir. Halt. Das war gerade der falsche Wert. So, wir haben aktuell haben wir 873. Ja, machen wir 900 voll. Komm, machen wir 900 PS, dann sind wir auf jeden Fall auf 1000, über 1000 Newtonmeter. Das heißt, wir brauchen 662. Kriegen wir hin. Jetzt machen wir dann die Kolben. 62, das heißt, wir brauchen noch 6 kW. Ja, das ist zu viel. Das ist auch zu viel. Aber die machen noch nicht so viel aus. Ach komm, 666 kW. Satan confirmed. Ja. Machen wir, passt. Ich würde sagen, das lassen wir so. Oh, das ist ein teurer Umbau. Guck mal, 117.000. Boah. Ja gut, der Motor kostet halt einiges. Ja, aber ich würde sagen, das machen wir. Das ist unser Service-Truck, ja, da muss er auch schnell vor Ort sein, wenn es denn mal Probleme an einem PXH-Fahrzeug gibt, was ich nicht glaube. PXH-Fahrzeuge, die haben nie Probleme. Aber vielleicht mal schnell einen Reifen wechseln, weil Reifen könnten sie tatsächlich mal vielleicht verschleißen, wenn man damit rumdriftet. Das können die ja auch. So, gut, gehen wir mal auf die Streets und gucken mal, ob das was jetzt taugt. Oh, das ist ja geil. Der Sound feiere ich jetzt schon. Wir machen mal ganz kurz das aus und dann machen wir mal ganz kurz. Ich fahre jetzt mal hier irgendwo rechts ran und machen mal kurz mal einen Soundcheck. Oh, komm, den machen wir mitten in der Pamba. Mitten mit dem Outback. Dann stört uns kein anderes Geräusch, außer will ich ein paar Kängurus, die jetzt dann vorbei hüpfen. Und meine Nase juckt. Ah, ich muss jetzt nicht niesen. Okay, egal. Ich kann ja niesen. Ich mute mich jetzt sowieso. Ja, ich würde sagen, wir machen mal den Soundcheck und dann hören wir mal an, wie der Service Truck denn jetzt so klingt. Thank you.
Ja, ich würde sagen, klingt geil. Er hat ein schönes Nachgeböller. Ja. So muss es doch sein. So mag ich das. So mag ich meinen Truck. Ja, tuning-technisch werden wir da gleich nochmal ein bisschen anlegen, weil ich will ja eigentlich auch querfahren können und dank des Allrads ist es jetzt natürlich ein bisschen eine Sache. Muss mal ein bisschen die Verteilung ein bisschen ändern. Und das machen wir jetzt auch. Und zwar gehen wir da mal ganz kurz hin und dann gehen wir mal zum Differential. Ja, da haben wir ja ein bisschen was gelernt und jetzt sehen wir das auch mal, wie es beim Allrad aussieht. Ja, wir haben vorne eins und hinten eins. Und deswegen, vorne, das können wir lassen. Hinten würde ich sagen, da reduzieren wir mal stark. Und hier können wir tatsächlich, ja, das können wir vorne, das passt eigentlich. Hier können wir eigentlich das so lassen. Wobei, naja, der darf schon ein bisschen mehr haben. Und die Verteilung machen wir mal 84 zu 16. Bremse lassen wir erstmal. Dämpfung lasse ich auch erstmal. Federn lasse ich auch. Höhe lassen wir mal. Ist immer noch voll hoch, ne? Hinten können wir den mal ein bisschen tiefer legen. Stabis. Vielleicht ein bisschen weniger hier. Sturz. Ja, brauchen wir so viel, brauchen wir nicht. Aber ein bisschen gebe ich dann schon ganz gern drauf. Spur sowieso. Getriebe lasse ich auch erstmal. Reifendruck reduzieren wir deutlich. So. So. Und dann sollte der doch jetzt auch quer können. Der Handbremse ein bisschen nachhelfen. Ja, er liegt sehr stabil, muss man echt sagen. Aber das ist ja auch nicht schlecht. Aber er kann, wenn man es drauf anlegt, kann er auch ein bisschen quer. Ja? Und das ist doch gut. Ja, weil wenn dein Service-Truck, ja, deines Lieblings-Tuners, quer angefahren kommt, dann weißt du, jawohl, richtiger Mann. So. Oh, wir haben hier noch so ein Dings-Schild. Fuck, jetzt dachte ich, man kann da durch. Na ja, gut, wir haben keinen Panzer. Ich muss mal die Sicht nehmen, dass ich ein bisschen besser Übersicht habe. Ja, doch nicht schlecht. Und dank dem Allrad hat man das Fahrzeug jederzeit wieder sehr stabil. Also, wenn sich das Fahrzeug wegdreht, dann hat man es wirklich so sehr übertrieben. Dann fahren wir mal. Ach komm, wir machen mal hier Fotos. Wir haben noch gar keine Fotos gemacht. Wir haben so viele Fotos hier, die wir noch machen müssen. Zack, 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 zack. 151 Pokémon, Pokémon. Ja, die 151 Pokémon, was für ein Thema. Aber die waren noch cool. Das war noch meine Zeit, ja. Als dann die nächsten 100 dazu kamen, war nicht mehr so cool. Ja, da war ich dann schon raus. Aber mit den ersten 151 Pokémon, da kann ich mich mit immer noch sehr anfreunden. So. Ja, Sound finde ich geil. Ist ein bisschen gedämpft so, finde ich. Aber es könnte einfach nur daran liegen, dass ich nur einen In-Ear-Kopfhörer gerade am Ohr habe. Und nicht beide. Ah, das war ein bisschen zu schnell. Oh, scheiße. So, jetzt gucken wir hier mal noch. Ja, er stellt sich relativ schnell wieder stabil. Also ich meine, es soll ja auch keine Driftkarre sein. Aber es kann quer. Das soll es gehen, ja. Alles andere ist egal. Und wir haben 2 Tonnen Gewicht. Das heißt, wir dürften eigentlich ja, alles wegkicken können, wenn wir wollen. So, sorry. Und dank den Offroad-Reifen kann es uns scheißegal sein, was für einen Belag wir unten drunter haben. Das heißt, wir könnten auch im schlimmsten Falle einen Baum wegkicken. Ja, vielleicht auch nicht. Nee, wir könnten im schlimmsten Falle auch mal hier... Ah, wenn ein Fahrzeug hier mitten im Gelände liegen geblieben ist, könnte man ja vielleicht auch mal hier ohne Probleme ins Gelände fahren. Federweg haben wir trotzdem noch genug. So muss das, ja, ganz wichtig. Kann aber da Musik dazu geben. Ja, und wer weiß, vielleicht kommt ja mal bald in die PXH-Palette. Ja, PXH Edition. Oder vielleicht sogar ein PXH-Performance-Fahrzeug mal ein Offroader. Oder ein Rallye-Car oder sowas, ja. Man weiß es nicht,
Ja, kann alles passieren. Und ja, da wären wir eigentlich auch schon bei einem Thema. Ich bin mir die ganze Zeit schon am Überlegen, was mache ich denn als nächstes für ein PXH Performance-Fahrzeug? PXH Edition, okay. Da habe ich schon einen Plan, da habe ich schon was vor. Da bin ich aber noch am Design am Überlegen. Ich will da ein richtig geiles Design machen. Aber was da kommt bei der nächsten PXH Edition oder bei einer der nächsten PXH Editions, wie gesagt, wann ich es umsetze, weiß noch nicht. Da, ja, weiß ich schon, aber bei Performance, da bin ich mir noch nicht so ganz sicher. Ich habe ein paar Fahrzeuge in der engeren Auswahl, so, aber ich bin mir noch nicht ganz sicher. Aber, wie gesagt, bei den PXH Performance-Fahrzeugen, da lasse ich mir auch gerne Zeit, das muss einfach passen, ja, das ist, deswegen sind sie auch so besonders, weil die halt einfach besonders sind, ja, so einfach ist das. Aber der heizt ganz schön gut ab, ne? Sorry. Komm mal, wir gehen jetzt mal auf die Autobahn, würde ich sagen. Müssen wir aber hier eine Runde fahren, ne? Sitzt hier aber auch relativ gut, ne? Man hat nicht so das Gefühl, dass man jetzt so mega hoch sitzt. Also für so einen Truck. Finde ich, sitzt man hier eigentlich ganz angenehm. Aber überlegt mal, so mit so einem Truck oder mit so einem... In so einem Sprinter, sag ich jetzt mal, dann hat man so ein Lenkrad und so und dann heizt man hier so 280 Sachen über die Landstraße. Ja, nee, ist klar. Ich denke, 300 kriegt der doch drauf, oder? Also auf der Autobahn, ganz sicher. Oder auf dem Highway, keine Ahnung, wie das in Australien heißt. Autobahn bestimmt nicht, aber ja. Ja, 300, komm, ja, easy. Sechster Gang. Der hat mal fast den Reliant umgebracht. Ja, guck mal, über 300 Sachen in so einem Truck. Ja, ich sag mal, Luftwiderstand, Luftverdrängung, ja. Was meinst du, was wir da, wie viel Luft wir da vor uns antreiben? Das ist ja schon eine üble Sache. So, ja, komm, wir kommen jetzt dann gleich zur Autobahn. Da fahren wir jetzt einfach mal lang. Und, da vorne ist erst die Abbiegung. Egal. Ja, wir können ja auch durchs Gelände. Ja, hier müssen wir lang. Das ist ein bisschen schräg hier. Komm. Komm. Bus. Das war knapp. So, dann heizen wir mal hier entlang. Jetzt wollte ich gerade am PC noch gerade was machen. Parallel. Ja, so, jetzt. Ja, Multitasking und so. Ging nicht ganz gut. So, jetzt heizen wir mal durch. Jetzt gucken wir mal, was wir drauf kriegen. Komm. Zieh. Guck mal, wie viele Fotos wir hier machen können. Das ist doch Wahnsinn. Können wir eigentlich gleich ein Thumbnail hier machen, oder? Den Herrschaften hier. Zack, zack. Zwei weitere. Opel GT. Auch geiles Teil. So, jetzt gucken wir mal, ob wir hier von der Seite nicht, von der Seite, wenn dann. Ist gar nicht so einfach, so ein riesen Ding auf ein Foto zu kriegen. So. Machen wir mal so, von weiter weg, ja. Mal gucken, ob ich es dann als Thumbnail verwende oder nicht. Ihr werdet sehen. So, und ja, gut, dann fahren wir mal hier Topspeed-Test. Gucken wir mal, was er drauf kriegt. Ah ja, und das Tuning gebe ich euch, komm, das gebe ich euch direkt mal frei. Wer das auch mal ausprobieren will, das Official PXH Service Tuning. PXH Service Truck. Oh fuck, kann ich gar nicht. Moment, ich behelfe mir Trick 7. Schreiben was zusammen, dann passt's. Gut. Sehr schön. Speichern wir ab. So, zack, zack, zack und Vollgas, komm. Ich muss, glaube ich, jetzt echt gleich die zweiten in hier Kopfhörer reinmachen. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich höre nichts. Oder das Ding ist wirklich ein sehr gedämpften Sound. Egal, jetzt heizen wir erstmal hier lang. 320, es geht ein bisschen bergab gerade. Trotzdem, ey. 3,30. Alter, lass ich. Ich meine, gut, wir haben auch
ordentlich Leistung, ja. Das muss man ja mal ganz klar sagen. Aber trotzdem. 3,40. Ey, was geht? In so einem Teil, überleg mal, 2 Tonnen Luftverdrängung der Hölle. Ey, Alter, das ist echt übel. Das ist echt übel, muss ich echt mal sagen. Ja, und bremsen ist klar bei der Luftverdrängung, wobei die 2 Tonnen schieben natürlich schon. Gut. Not bad, not bad. Können wir mal machen. Ja, gut. Fähigkeitspunkt verdient. Wir haben 9 Stück. Ich würde sagen, wir machen mal von denen mal wieder hier ein paar. Vorteil freischalten. Und hier nochmal. Nehmen wir mal den noch. Also ist ja eigentlich egal. Und dann noch die Credits hier. Dass wir die auch mal gemacht haben. Und wir können am Reis drehen. Am Wheel Spin. Was auch immer. Und wir können keine Horizon Edition gewinnen, weil ich einfach zu blöd dafür bin. So, ich habe noch ein paar über. 75 S Coupé. Haben wir da nicht schon einen? Ich weiß gar nicht. Ach, ich verweise das immer nicht. Egal, wir gewinnen trotzdem einen Chrysler 300 SRT 8. Ja? So. Und wir können Land Rover gewinnen. Das ist ja ein Träumchen. Aber wir gehen 90.000. Auch nicht schlecht. Wir können nochmal drehen. Ferrari FF. Böse. Ich finde das Auto so hässlich, ne? Aber genau deswegen gewinnen wir es. Ey, immer wenn ich was nicht will, dann gewinne ich's. Das ist doch kacke. So ein Ultima will ich auch nicht haben. Weg mit dir. Das will ich mit dem Ultima. Naja, gut, hätte ja klappen können. Hä, wie viel habe ich denn noch, ey? Ich habe ja voll viele. Der Hardcore, ey. Ja, drehen wir nochmal. Aber Horizon Editions gewinne ich keine mehr, ne? Nö. Machen wir nicht. Nochmal? Wie viel habe ich denn von den Wheelspins, ey? Habe ich da mal irgendwann. Habe ich das mal vergessen oder so? Sehr heftig. Ja! So, jetzt habe ich aber keine mehr. So, gut. Wunderbar. Toll, jetzt kriege ich wieder einen Fähigkeitspunkt. Hätten sie jetzt auch. Also, die Animation hier jetzt scheißen können. Naja, gut. Okay. Gut, wir kommen jetzt aber, ich mache jetzt mal den zweiten In-Ear rein, weil ich will jetzt auch mal was hören hier. Ja, wenn zwei Ohren hören, dann hört man vielleicht besser. Vielleicht könnte aber auch sein, dass das eine In-Ear, die sind nämlich schon uralt, die sind mindestens schon 8 Jahre mindestens alt, eher länger noch. Könnte auch sein, dass das rechte In-Ear, was ich immer verwende, schon ein bisschen eine Macke hat, weil die fliegen gern mal auf den Boden mit ein bisschen Schmackes. Weil ich habe das Gefühl, das linke ist irgendwie lauter. Oder mein rechtes Ohr ist einfach nur taub. Das kann auch sein. Naja, egal. Gut, kommen wir aber zum zweiten Teil des Videos. Ihr seht, halbe Stunde ist jetzt eigentlich vorbei. Das heißt, im Prinzip haben wir jetzt eine Folge voll. Aber jetzt kommen wir zum zweiten Teil. Und ich weiß, das Labern ist nicht für jeden Mann Sache. Dennoch würde ich mich freuen, wenn der ein oder andere, beziehungsweise wenn ihr alle noch dabei bleibt. Denn ich möchte ein bisschen paar Sachen erzählen, ein bisschen was loswerden. Das ist nicht alles positiv. Eigentlich ist gar nichts positiv. Doch. Naja, was heißt positiv? Es sind ein paar Ankündigungen zu machen oder Anmerkungen zu machen. Sagen wir es mal so. Gut, jetzt mache ich das In-Ear doch wieder raus, weil es mich ein bisschen irritiert mit der Musik. Ich weiß nicht, soll ich die Musik aus? Ich mache mal die Musik aus, wenn ich hier so ein bisschen laber. Ja, meine Stimme ist ja wie Musik für euch. Nein, eigentlich nicht. Ich höre auf zu singen, ich kann nicht singen. So, gut. Ich habe immer gedacht, so schlecht. Also ich habe nie gedacht, ich kann gut singen. Ja? Aber ich habe immer gedacht, Es geht schon. Und dann so Spielen wie so Rockband und SingStar und so weiter, wenn man das halt mal spielt, ja, dann denkt man so, ja gut, ist ja nicht schwer, ein bisschen die Töne zu treffen und so. Ey, ich bin ja so schlecht, ich triff nichts. Ja, und dann wurde mir mal erstmal so richtig klar, wie scheiße ich kling. Ja, deswegen lassen wir das lieber. Gut, aber das geht nicht, sondern ein paar andere Sachen. Und zwar, ich habe, wie gesagt, mir ein paar Stichpunkte gemacht. Ich gehe das einfach mal der Reihe nach durch und versuche da so ein bisschen was zu erzählen. Derzeit düsen wir einfach so ein bisschen mit unserem Service-Truck ein bisschen gemütlicher hier durch die Gegend und vielleicht ab und zu ziehe ich auch mal die Handbremse. Ich weiß nicht. Mal gucken. So, und zwar, ja, aktuell ist es so, dass der Abo-Zuwachs extrem ist. Ja? Also, was heißt extrem? Er ist cool. Ja? Und, er ist auf jeden Fall wahnsinnig gut. Also wir haben zurzeit im Schnitt pro Monat circa 2000 neue Abonnenten. Mal ein bisschen weniger. Ne, des Öfteren mal weniger
mal weniger mehr. Oh Gott, das ist kompliziert. Egal, circa 2000. Plus minus halt natürlich. So. Und ja, also dafür erstmal echt krass. Vielen Dank auch an alle schon alteingesessenen Abonnenten, dass sie die neuen so gut aufnehmen, dass die neuen sich auch zurechtfinden und so weiter und so fort. Und auch an der Stelle nochmal herzlich willkommen an alle neuen Abonnenten. Ja, fühlt euch willkommen auf dem Kanal. Nicht nur bei diesen Videos, sondern auch bei den Videos meiner Kollegen. Ja, guck mal hier. Ha, der hat nicht so einen coolen Drug wie ich. So. Und deswegen kam jetzt aber auch die Frage auf, ja, wie sieht's denn mit einem Abonnenten-Special aus? Vor allem, weil ja, wenn ihr jetzt auf die Abonnentenzahl guckt, wir kurz vor den 20.000 Abonnenten stehen. Ja, das heißt, es wird jetzt eine Frage der Zeit. Und höchstwahrscheinlich wird es auch diesen Monat passieren, eben, dass wir diese 20.000, diese krasse Zahl, 20.000 Abonnenten knacken. Und das ist natürlich schon was Besonderes, ganz klar. Das ist ja nicht so, dass man da jetzt einfach drüber hinweg sieht und sagt, pff, ist nichts, ne? 20.000, ich meine, da können wir schon ein Fußballstadion mitfüllen, ja? Einer Zweitligamannschaft, sage ich mal. Also die haben ja oftmals nicht viel größere Stadien. Oder ich zum Beispiel, ja, komme aus Freiburg, bin auch SC Freiburg-Fan der ersten Stunde, also seit ich denken kann, seit als kleiner, ganz kleiner, ganz, ganz kleiner Ray. Ja? Und da passen zum Beispiel nur knapp 24.000 rein. Also, na, wenn man überlegt, man kann so ein Stadion schon relativ gut füllen. Und das sind schon viel. Das ist schon viel. Und ich weiß natürlich auch, dass nicht immer alle 20.000 aktiv gucken. Ja? Man hat auch viele Abo-Leichen, logischerweise. Aber trotzdem, es hat ja trotzdem irgendjemand mal da drauf geklickt und auf Abonnieren. Und dann ist halt die Zahl schon krass. So. Jetzt aber, es war eben die Frage nach einem Special. Machen wir ein Special? Ein Abo-Special, wird was kommen? Tralalala. So, ich war es ein bisschen leid, in den Kommentaren das zu beantworten. Deswegen dachte ich mir, ich packe sie ins Video rein. Und deswegen einfach die Antwort, nein, es wird kein Special kommen. Denn die schon etwas länger dabei sind, wissen es. Aber für die ganzen Neuen will ich es jetzt einfach nochmal erklären. Oder für die Leute, die es vergessen haben. Wir auf dem Kanal machen keine Abo-Specials. Ja? Das hat einfach den Grund. Im Prinzip würden wir ja dann sagen, hey, jetzt, da wir so und so viele sind, seid ihr es erst wert, irgendwas Specialiges zu machen, ja. Ich meine, ich will das jetzt keinem anderen schlecht reden, der Abo-Specials macht, ja, und vielleicht sagt der ein oder andere auch, ihr seid doch einfach nur faul, irgendwas zu machen, bla bla bla, ja, darauf komme ich gleich noch zu sprechen. Nee, aber wir machen einfach keine Specials, weil, wie gesagt, wir sagen, ihr abonniert uns ja nicht wegen den Specials oder auch wenn es jetzt auf einen Meilenstein zugeht, wo ihr sagt, ha, jetzt abonnieren wir, jetzt geht's auf die 20.000 oder dann irgendwann auf 25 oder 30 oder was weiß ich, was da noch kommen mag, man weiß ja nicht, zu, ah, jetzt müssen wir abonnieren, jetzt müssen wir Werbung dafür machen, dass ein Special kommt und so weiter und so fort. Und wie schon gesagt, im Prinzip sollte ja jedes Video was Besonderes sein und ich denke auch mal, deswegen abonniert ihr auch wegen den Videos, die immer kommen. Und deswegen wegen den Abos ein besonderes Special zu machen, haben wir uns schon immer so ein bisschen dagegen gestellt. Vor allem das Ding ist ja auch, wenn man damit einmal anfängt, dann ist man schon fast dazu gezwungen, mit jedem weiteren Abo-Special das zu toppen. Und das ist halt so, ist nicht so unsere Art, nicht so unser Stil. Haben wir noch nie gemacht. Das haben wir damals, als wir endlich die 100 Abonnenten geknackt haben. Das war für uns so schon so ein riesen Meilenstein. Ja, wenn man bedenkt, 100 ja, Abonnenten, ja, da lacht manch einer drüber. Aber ich kann mich halt an die Anfänge ganz gut erinnern. Und da hat man jeden Tag geguckt und jeder einzelne Abonnent war da halt wirklich so, was, oh, ein Abo mehr, wie krass und so. Das fällt heute natürlich nicht mehr so ins Gewicht, aber dennoch ist es so, dass jeder Abonnent natürlich schon zeigt, okay, du hast was gut gemacht, jemand hat dich abonniert, jemand will dich länger verfolgen. Und das ist natürlich schon was Besonderes, aber wie gesagt, deswegen machen wir trotzdem kein Special. Denn die Idee war eigentlich immer bei uns auf dem Kanal, wir machen so einfach mal Special-Folgen, mal was anderes. Das sind zum Beispiel Weihnachtsspecial oder sowas, dass wir mal, oder ein Jahresrückblick-Special oder sonst irgendwie mal ein Special, ja, dass wir mal ein Video machen, abseits dieser ganzen Let's-Play-Geschichte oder vielleicht auch mal mit im Spiel, aber halt mal was anderes. Das heißt, es soll auch in Zukunft weiterhin besondere Specials geben, ganz klar. Aber jetzt nicht nur, weil wir irgendeinen Meilenstein erreicht haben, weil das muss ja auch passen, weil man muss auch erstens mal Lust gerade drauf haben, was zu machen und vielleicht passt auch gerade irgendwas viel besser gerade irgendwie hin und deswegen
Wir machen Specials, aber nicht, weil wir Abonnenten geknackt haben. Ja, also ihr könnt gerne, wenn wir mal so ein Special-Video machen, das dann sehen, so wie, okay, das war jetzt den ihr Beitrag für ein Abonnenten-Special. Wenn ihr das so wollt, dann könnt ihr das machen, nur werden wir es offiziell niemals so nennen. Und wir werden niemals ein Special-Video machen, nur weil wir irgendeinen Meilenstein geknackt haben. Das werden wir nicht machen, das einfach nur nochmal zur Klarstellung. Ich hoffe, ihr versteht auch, warum wir das nicht machen. Das hat nichts damit zu tun, dass wir nicht dankbar sind an euch. Nur ich finde einfach, ihr abonniert ihr nicht wegen Specials, ja, sondern ihr abonniert ihr eigentlich wegen den Videos an sich und die besonderen Formate, wie jetzt hier in Horizon, die wir dann haben und so weiter und so fort, aber nicht, weil wir Abonnenten-Special-Videos so ganz toll machen wollen oder können oder was auch immer. Ja. Also, das wird nicht passieren. So, wir kommen aber dann eigentlich schon zum nächsten Thema, apropos Specials. Und zwar ist mir so persönlich ein bisschen aufgefallen, dass wir eben genau solche Specials, die ich gerade eben angesprochen habe, kaum noch machen, beziehungsweise schon lange her sind. Ich aber persönlich gerne welche machen würde. Und ich hätte auch schon zwei Dinge, die ich sehr gerne machen und in die Tat umsetzen würde. Allerdings aktuell mir persönlich die Zeit da ein bisschen fehlt, das auch auszuarbeiten, das zu machen, mich auch mit meinem Kumpels, also meinen Kollegen jetzt hier auf dem Kanal, zu besprechen. Und zwar zu einem, das kann ich auch ganz klar sagen, würde ich schon mal ganz gerne eine Kamera schnappen. Leider habe ich keine eigene Kamera. Die hat unser Arnold, der Mushroom. Aber ich würde ganz gerne halt mal die Kamera schnappen. Ich würde ganz gerne euch mal meinen Kalibra zeigen, ja, der ja jetzt in Rente geschickt wird. Ich werde ihn nicht verschrotten. Der wird eingelagert. Wir haben hier bei uns so einen alten Bunker, der muss noch trockengelegt werden und so weiter und so fort. Aber da wird dann der Kalibra dann erstmal eingebunkert und wird dann nach und nach ein bisschen aufpoliert und so weiter. Der soll halt auf jeden Fall zum Youngtimer werden. Ist auch für mich eine Herzensangelegenheit, weil der Kalibra ist halt für mich ein Fahrzeug, was mich, als mein Vater ihn damals noch besessen hat, eine Herzensangelegenheit. Also er hat ihn halt besessen, wo ich ein kleiner Junge war, bin ich immer halt da mitgefahren. Als ich 18 war, durfte ich ihn fahren oder durfte ich ihn übernehmen. Ja, und das ist halt für mich mein erstes Auto, was mich über so viele unglaubliche Jahre begleitet hat. Und ich habe so viel mit dem schon erlebt. Ich will das jetzt nicht hier in dem Video plaudern, weil das kann man halt einfach mal dann in einem gesonderten Video machen und ich will euch einfach das Auto mal zeigen. Ja? Ich will, viele fragen schon immer danach und ich will nicht einfach nur ein Foto zeigen, ich will es euch einfach mal zeigen, was dazu sagen, ja, euch einfach da mal mitnehmen und sowas würde ich gerne umsetzen. Das wäre für mich halt auch dann so Kategorie Special Video, sowas würde ich ganz gerne umsetzen und ich denke mal, dass da einige davon euch Interesse haben, das einfach mal zu sehen. Ja, der eine oder andere wartet jetzt hier vielleicht Mega-Tuning-Boot oder so. Das ist es nicht. Ja, wer mich vielleicht kennt, weiß, dass ich so Privat-Tuning-technisch gar nicht so aktiv bin. Ja, wie es zum Beispiel der liebe Lukas ist. Aber ja, egal. Trotzdem möchte ich es euch mal zeigen. Und ein zweites Video, was ich ganz gerne machen wollen würde, ist im Prinzip dasselbe wie mit dem Kalibra, nur mit meinem neuen Fahrzeug. Denn noch eigentlich weiß, also ein paar Leute wissen es und ich hoffe, dass die paar Leute, die es wissen, auch die Klappe halten, weil ich möchte eigentlich offiziell so der großen Welt, also euch, noch nicht kundtun, was für ein neues Fahrzeug ich habe. Das möchte ich nämlich in Videoform euch zeigen. Und das ist auch so was ich gerne umsetzen würde. Und ja, ich bin so jemand, ich kündige nicht gern Sachen an, wenn ich es noch nicht gemacht habe oder, naja, also ich will es eigentlich in die Tat umsetzen und dann sagen so, das jetzt kommt, ich habe es gemacht, weil was ankündigen und nachher kommt es nicht, dann ist wieder halt so die Gefahr groß, dass dann viele sagen, ja, wann kommt es endlich und so weiter, dann ist eine Erwartungshaltung da. Aber der Grund, warum ich das jetzt so ein bisschen ansage, ist der Grund. Mir ist nämlich was aufgefallen. Warum kann ich solche Dinge in letzter Zeit gar nicht so umsetzen oder warum kommen solche Special-Dinge gar nicht mehr so oft, wie es eigentlich auch schon geplant war oder, ja, ich denke, oh geil, da fliegt immer so ein Ding runter. Ihr versteht, was ich meine. Und das liegt einfach daran, dass ich aktuell 0,0 Freizeit habe. Aktuell ist es so, ich habe Studium, ich habe YouTube und das war es mehr oder weniger. Das habe ich jetzt, das betreibe ich jetzt schon seit über einem Jahr so, anderthalb Jahre eigentlich. Ich habe ich habe ja Fußball gespielt, ja, ich muss sagen, habe ich. Ich bin seit anderthalb Jahren eigentlich gar nicht mehr im Fußball, im Training und so weiter, weil ich halt gesagt habe, nö, ich habe gerade keine Lust auf Fußball. Und YouTube macht mir gerade momentan mehr Spaß und da habe ich halt mehr Zeit investiert. Ne? Das ist beides irgendwo Hobby und auch verständlich und das soll es jetzt auch nicht gehen, dass ich jetzt sage, oh, ich habe wieder Bock auf Fußball und so weiter und so fort. Ja, vielleicht spiele ich auch mal dann wieder, aber mir geht es einfach nur darum, ich habe einfach
keine Freizeit mehr für mich. Und in letzter Zeit ist mir halt so ein bisschen aufgefallen, dass ich schon gerne mal auch wieder was anderes machen würde. Ja, also nicht falsch verstehen, es macht mir Spaß und ich mache das gerne und ich bin so ein Mensch, ich brauche auch was zu tun, ich brauche einen gesunden Stress. Ja, und wenn ich immer was zu tun habe, wie im YouTube, dann das Studium, dann eben Wochenendjob und so weiter. Ich habe halt, wie gesagt, keine Freizeit, aber es hat gepasst. Ja, mein Leben ist quasi ausgefüllt. Aber das habe ich jetzt, wie gesagt, anderthalb Jahre oder vielleicht, ne, zwei Jahre ist es noch nicht, aber anderthalb Jahre jetzt betrieben. Und jetzt aber bin ich so an den Punkt gekommen, wo ich so sage, so, hey Leute, ich würde ganz gerne auch mal wieder ein bisschen Freizeit haben am Tag. Mal so ein, zwei Stunden, vielleicht auch drei Stunden, wo ich jetzt einfach mal irgendwas machen kann, was mir beliebt. Mal vielleicht ein bisschen wieder mehr Sport machen, Fitness oder Fußball oder was auch immer. Mal einfach mal ein Spiel spielen, zum Beispiel hier Witcher 3, für mich das Spiel, der, ich weiß es, jetzt hat nichts mit Autos zu tun, aber ich spiele ja sehr gern Rollenspiele, privat für mich, ohne Let's Play. Und Witcher 3 für mich das Spiel der letzten 10 Jahre, ja, die beiden Add-ons dazu habe ich nie spielen können, weil ich einfach keine Zeit dafür habe, die zu spielen. Oder auch so viele andere Spiele, die hier noch rumliegen. Zum Beispiel The Last of Us Remastered. Ich habe eine PS4 gekauft, wollte The Last of Us Remastered spielen, weil ich The Last of Us noch nie gespielt habe und es auch ein super Spiel sein soll. Ja, habe ich nie spielen können, weil ich einfach keine Zeit dafür habe. Ja, das ist nur sowas. Also zum Beispiel auch solche Dinge. Einfach mal wieder was anderes machen. Ja, und deswegen habe ich mir einfach für mich jetzt so ein bisschen die Entscheidung getroffen. Ich werde ein bisschen, für mich persönlich, es hat nichts mit meinen Kumpels hier oder meinen Kollegen zu tun. Ich habe das mit denen jetzt auch nicht besprochen. Das ist jetzt meine alleinige Entscheidung, was ich hier mache. Und bei uns auf dem Kanal darf hier eh jeder so ein bisschen eigentlich das machen, was er will. Aber bei mir ist es jetzt so, ich werde tatsächlich, keine Angst, ich werde nicht aufhören. Dazu macht mir das zu viel Spaß. Aber es geht mir einfach darum, das Zeitmanagement ein bisschen zu betreiben. Und deswegen wird es so sein, dass ich jetzt in Zukunft weniger Videos mache, weil ich habe stellenweise zwei Videos am Tag, zum Teil drei Videos am Tag rausgehauen und so weiter und so fort und das ist nicht so das, was ich eigentlich machen will. Wenn ich das jetzt voll beruflich machen würde, hätte ich jetzt kein Studium nebenbei oder sowas, wäre das was anderes. Aber da ich halt eben noch nebenbei ganz andere Dinge tue, die auch sehr wichtig sind, ist es einfach dann zu viel und deswegen einfach jetzt hier an der Stelle die Ankündigung, dass ihr da auch Bescheid wisst. Ich werde jeden Tag ein Video veröffentlichen, immer um 12 Uhr, es sei denn, kommt was dazwischen, ja, das kann ja immer mal sein, dass ein Upload sich verzögert oder dass ich krank bin und nichts machen kann oder so, aber ich werde ein Video pro Tag veröffentlichen, immer ab 12 Uhr normalerweise und das werde ich durchrotieren, das wird mal Forza sein, also Horizon, mal Motorsport, mal Assetto Corsa, mal Race Room, mal vielleicht auch wieder Dirt Rally, mal ein ganz anderes Spiel, also aber ein bisschen abwechslungsreich das Ganze machen, ja. Natürlich werde ich das ein oder andere Spiel öfters bringen und ich werde auf das bringen, auf was ich halt aktuell ein bisschen mehr Lust habe. Ich weiß, ich habe auch so immer manchmal so das Gefühl, boah, Leute, ich habe so viele Projekte, ich will euch einfach ein bisschen was mitgeben und habe dann immer Angst, so, ja, wenn ich jetzt nicht zum Beispiel Horizon bringe, weil letzten beiden Tage habe ich jetzt kein Horizon gebracht, das war jetzt einfach mal auch so das Experiment, mal wirklich Horizon mal zwei Tage nichts zu bringen und das war halt einfach so der Punkt, oder das Experiment, um mal zu gucken, wie es ankommt. Und ich muss sagen, am Montag, die Montagsfolge Motorsport kam richtig gut an, haben viele gesagt, so, ja, endlich mal wieder Motorsport. Und ich glaube einfach, diese Abwechslung ist gar nicht so schlecht. Des Weiteren ist es ja auch so, dass viele gesagt haben, hey, euer Uploadplan ist nicht aktuell, ja, der ist schon lange nicht mehr aktuell. Und ich glaube einfach, wenn ich dann wieder sage, hey, 12 Uhr kommt ein Video und ich dann so ein bisschen auch Abwechslung machen kann und so weiter, dann kann ich halt je nachdem vielleicht auch wirklich sagen, okay, an dem Tag kommt jetzt das, an dem Tag kommt das. Und dann kann ich vielleicht auch wieder anfangen, den Uploadplan ein bisschen aktueller zu halten, beziehungsweise dann den Uploadplan überhaupt mal wieder zu nutzen. Ja, dass ihr dann auch im Vorfeld schon wisst, okay, zum Beispiel Mittwoch heute zum Beispiel kommt eben Horizon raus. Ja, da gucke ich, da schalte ich auf jeden Fall ein. Ah, nee, guck mal, am Donnerstag morgen kommt, keine Ahnung, was morgen kommt. Ich weiß nicht, was morgen kommt, aber halt als Beispiel halt, es kommt, ja, Hello Kitty, großer Inselspaß. Also das interessiert mich nicht. Also gucke ich nicht, ja, zum Beispiel. Nee, und deswegen, ich möchte einfach ein Video pro Tag machen. Am Wochenende auch mal zwei pro Tag, also am Wochenende vielleicht mal mehr. Also halt, gucke ich halt mal, wie ich gerade Lust habe. Und des Weiteren ist es so, dass ich auch besondere Videos wie CarPack-Reviews, Previews, Reviews, halt sowas, Ankündigungen, News, First-Look-Videos, solche Dinge, ja, zum Beispiel wie bei Assetto Corsa, das Porsche Pack 1 oder eben hier, wenn so ein Porsche Pack erscheint. Diese Videos zähle ich nicht dazu. Das heißt, wenn sowas kommt, dann kommen die immer parallel. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel
ein Carpack erscheinen, dann mache ich ein Carpack-Video, aber es kommt trotzdem noch eine normale Let's Play-Folge, ja, von irgendwas, was halt dann kommt. Also das zähle ich dann nicht dazu, das heißt, es kommt jeden Tag eine Let's Play-Folge und es kann sein, muss aber nicht, dass irgendeine Sonderfolge kommt, eben Review, Preview, First Look, was auch immer, ja. Das ist einfach mal so gesagt an der Stelle. In der gibt es eine Herausforderung. Soll ich für Sie eine Route dahin festlegen? Und ja, ich sag viel ihr merkt schon, trotz Stichpunkte. Aber ich will das halt ein bisschen offen mit euch einfach kommunizieren, deswegen. Genau, das einfach zu dem Thema. Ich denke, es ist verständlich. Ich hoffe einfach dadurch, dass ich einfach wieder ein bisschen mehr Freizeit hinbekomme, dass ich ein bisschen auch mal abschalten kann, mal was ganz anders machen kann, mal vielleicht auf neue Ideen komme. Und eben auch solche Specials verwirklichen kann, wie das jetzt eben mit dem Calibra, mit meinem neuen Fahrzeug. Oder halt auch mal wieder einen Livestream starten, weil für den hätte ich nämlich momentan auch null Zeit, dass eben vielleicht auch mal sowas wieder läuft. Deswegen einfach dieser Schritt. Vielleicht findet es der eine oder andere nicht gut, das kann ich auch verstehen. Ihr könnt das auch gerne sehr offen und ehrlich, nicht beleidigend bitte, aber offen und ehrlich in den Kommentaren kommunizieren, wie ihr dazu steht, ob ihr das gut oder schlecht findet. Dass jetzt vielleicht das eine oder andere Projekt dann, dass man da ein paar Tage länger warten muss, dass nicht mehr so der Mega-Progress zum Teil kommt. Aber ich denke aber mal, das ist ein wichtiger Schritt. Ja, des Weiteren ist es so, ein Thema, was auch ganz groß immer angesprochen wird, ist Trackmania Turbo. Ja, das hat mit dem Spiel nichts zu tun und da ist ja immer die Frage, wann geht's denn da weiter? Das ist auch so ein Punkt. Ich würde da gerne weitermachen und das wäre auch sowas, was ich dann eben, wenn ich ein bisschen wieder mehr Zeit habe, dann auch umsetzen kann und so weiter und so fort. Und das ist unter anderem auch ein Punkt, dass ich solche Projekte einfach mal wieder umsetzen kann, ja, weil ich dann einfach die Zeit dafür habe, das zu machen. Punkt. So. Das dazu. Und ich glaube, das ist, ja, das ist alles, was ich zu dem Thema sagen wollte. Im Normalfall bin ich nicht so der Typ, der Sachen ankündigt, was er jetzt machen will. Sondern ich will es erstmal machen, aber im Prinzip habe ich jetzt Montag, Dienstag das schon so betrieben, mehr oder weniger. Und deswegen werde ich das jetzt in Zukunft auch erstmal so weiter betreiben, also wieder so ein bisschen mehr Back to the Roots. Ein bisschen einfach halt nicht zu viele Videos. Ich denke auch viele von euch kommen auch gar nicht hinterher mit Videos schauen, weil ihr guckt ja auch noch bei anderen Let's Playern und so weiter und so fort. Und ihr habt auch noch ein Leben und so weiter und ich denke auch mal, gerade in der Zeit, wo Horizon rauskam, wo ich 3 Videos am Tag rausgehauen habe, da habe ich schon gemerkt, dass viele nicht mehr mitgekommen sind. Und deswegen werde ich einfach den Upload meinerseits reduzieren. Meine Kollegen werden ja weiterhin auch nur Videos machen. Das heißt, ihr kriegt ja auf dem Pixelhelden-Kanal auf jeden Fall nicht nur meine Videos, es gibt ja noch andere Videos. Und da kann ich jetzt einfach schon mal unter der Hand ankündigen, da wird sich auch einiges ändern, im positiven Sinne für euch. Denn zum Beispiel der bunte Abt, unser Simon, hat jetzt einen neuen PC, beziehungsweise bekommt ihn jetzt, müsste die Tage jetzt bekommen. Das heißt, er kann jetzt auch wieder aufnehmen, kann eigene Projekte verwirklichen und da ist schon ein Projekt geplant, was euch hundertprozentig gefallen wird, denn es wird auch unter anderem um Autos gehen. Ja, und dieses Projekt hatten wir schon mal, aber es wird eine Neuauflage auf dem PC geben. Vorher war es auf der Xbox One. So, mehr teaser ich nicht an. Ihr könnt jetzt gucken oder überlegen, was es sein könnte. Ich war damals auch dabei und werde auch, denke ich, bei 1-2 Folgen mal wieder dabei sein. Ja, definitiv. Ja, ich meine, es sind Autos mit dabei, da muss ich dabei sein. Und ich bin mir 100% sicher, das Projekt wird euch auch gefallen. Auf jeden Fall. Und deswegen, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch drauf freuen. Des Weiteren wird es so sein, wir haben uns eine Lösung überlegt, dass die Killer-Garnele, also der Fabian und der Allrampage, der Martin, auch jetzt aufnehmen können, weil bei denen war das Problem, die haben eine scheiß Internetleitung, die haben, glaube ich, 2000er DSL oder sowas, das ist nichts mit Hochladen. Da haben wir uns eine Idee überlegt, wie wir das umsetzen können, dass es angenehm für alle ist. Das heißt, die könnten, ja, ob sie es dann machen, ist die andere Frage, ja, macht der Gewohnheit, die haben schon lange nichts mehr aufgenommen, könnte sein, dass die jetzt erstmal gar nicht so die Lust haben, was Eigenes zu starten, aber vielleicht mehr oder weniger wird es vielleicht mal kommen, mal gucken. Auf jeden Fall, da haben wir uns was überlegt, eine Lösung, das werden wir mal ausprobieren, dass die auch wieder mal was aufnehmen können und dann vielleicht kommt da auch das ein oder andere Projekt, was dem einen oder anderen zusagt. Also ihr merkt, dadurch, dass ich jetzt vielleicht nicht mehr 2-3 Videos raushaue am Tag, heißt aber dennoch nicht, dass ihr auf Videos verzichten müsst. Natürlich, ich zwinge euch nicht, die zu gucken, aber ich denke mal, das ein oder andere interessiert euch sicherlich auch. Und meine Kollegen sind ja auch super patente Leute und ich denke, jeder, der mal sie kennenlernen durfte oder so weiter, weiß auch, dass man da schon sehr viel Spaß und auch Unterhaltung hat. So viel Werbung an der Stelle. Gut, das einfach mal dazu.
Gut, kommen wir zum anderen Thema. Ich habe noch zwei Punkte, die ich gerne ansprechen möchte. Das eine Thema, was jetzt kommt, das betrifft alle, hätte ich vielleicht sogar am Anfang des Videos sagen sollen, weil jetzt hört es nämlich die dreimal die Hälfte nämlich schon wieder nicht an. Ja. Und trotzdem sage ich es an der Stelle einfach nochmal und vielleicht werde ich es in der nächsten Folge einfach auch nochmal erwähnen. Und zwar ärgert mich momentan was und es betrifft tatsächlich sehr viele von euch, beziehungsweise ich ärgere mich über euch. Ja, muss man schon fast so sagen. Klingt jetzt härter als es ist, aber ich lese ja jedes Kommentar, was ihr schreibt und ich antworte auch meistens darunter. Und momentan sind aber so ein paar Kommentare, wo ich echt so manchmal denke so, ey Leute, ich glaube, da antworte ich jetzt gar nicht mehr drauf. Und zwar, das ist das Folgende. Und zwar, ich sage was im Video. Ja, zum Beispiel, das Projekt kommt in 2 Wochen wieder. Oder ich mache erstmal eine Pause. Oder ich fahre das und das Auto. Oder ich mache das oder jenes. Egal, ich kündige irgendwas an. Ich sage irgendwas im Video. Und dann unter diesem Video, und genau diesem Video, kommt dann diese Frage. Ja, also wie wenn ihr dieses Video nicht geguckt hättet. Und dann schreibe ich oft drunter, schau doch das Video an. Und dann kommt, ja, habe ich schon 2-mal oder sowas. Aber dann habe ich so manchmal das Gefühl, nee, anscheinend nicht. Ja, und das ist genauso, mein Stichpunkt hier heißt, Videos anschauen, ja, aber auch bitte zuhören, Leute. Also ich bin ja schon jemand, der sowieso alles 103-mal wiederholt, was ich ja eigentlich schon eine ziemliche blöde Marotte von mir finde. Ne? Im Prinzip kann man ja einmal etwas sagen, wenn ihr es nicht verstanden habt, dann haltet, cool, was kriege ich hier? DFC Wodka hat sie eingeladen. Was? Was? Okay. Eigentlich kriege ich keine Einladung mehr, aber okay. Nee, okay, auf jeden Fall. Genau, hört einfach mal zu, weil das ärgert mich schon so ein bisschen, weil ich persönlich, wenn ich ein Video schaue und bei mir kommt eine Frage auf, während ich das Video schaue, ja, ich habe das Video noch nicht zu Ende geschaut, aber bei mir kommt eine Frage auf und denke so, ah ja, das interessiert mich jetzt. Dann merke ich mir die Frage und schaue mir ja das Video aber zu Ende an, weil ich denke, oh, vielleicht wird genau diese Frage noch beantwortet. Ja, weil mir persönlich ist es immer so mega peinlich, irgendwo drunter zu schreiben, eine Frage, dabei wird das doch 1:1 schon beantwortet im Video, weil für mich heißt es dann, okay, es weiß der Typ eigentlich, ich habe das Video nicht wirklich geschaut. Und wenn ich dann bedenke, wie viele von euch das aber immer machen, ich will nicht alle über einen Kamm scheren, aber es ist so krass, wie viele einfach anscheinend nicht zuhören oder nicht zuhören wollen. Ja? Und wie schon gesagt, meine Marotte ist es ja wirklich, alles 100-mal zu wiederholen, was ich eigentlich nicht brauche. Eigentlich brauche ich nur einmal alles einmal sagen, denn ihr könnt ja das Video stoppen und nochmal neu anhören, wenn ihr es nicht verstanden habt. Aber eben deswegen bitte ich einfach mal einen Appell an euch oder an diejenigen, die es betrifft, hört doch einfach mal ein bisschen besser zu. Oder guckt mal selber nach. Oder guckt mal in die Videobeschreibung. Da ist so viel verlinkt immer. Ich achte da ja wirklich drauf. Und natürlich, klar, ich habe nichts dagegen. Also ich sage schon, wenn ihr Fragen habt, fragt. Ganz klar. Ich will nicht sagen, hey, ich beantworte euch nicht. Aber bei mir habe ich so ein bisschen das Gefühl, ihr seid einfach zum Teil zu faul für irgendwie selber zu gucken oder zuzuhören. Und das finde ich halt einfach so, also mich ärgert es halt mittlerweile echt ein bisschen, muss ich sagen. Deswegen würde ich euch einfach darum bitten, einfach mal ein bisschen besser zuzuhören. Ja, das wäre schon toll. Ja, würde für mir auch viel Tipparbeit ersparen. Oder ich werde in Zukunft einfach diese Kommentare ignorieren. Ja, dann braucht ihr euch aber auch nicht wundern, warum. Gutes Beispiel, zum Beispiel Formel 1. Ja, ich weiß, ich rede jetzt ja nicht nur über Horizon, aber trotzdem, zum Beispiel Formel 1. Wie oft ich in den letzten Tagen gelesen habe, wann geht's weiter? Es wird im letzten Video, ich sag's jetzt nicht in diesem Video, weil ich will, dass diejenigen, die es immer noch nicht wissen, ja, beziehungsweise noch wissen wollen, guckt euch dieses verdammte letzte Formel 1 Video an. Da wird am Ende zu 100% gesagt, wann es weitergeht. Ja? Und das, ja, ist halt auch so ein Punkt, wo ich halt dann einfach so denke, Leute, hört doch einfach zu. Gut. Das wollte ich einfach auch nochmal sagen, ja, diesem Thema. Und wie gesagt, ich meine nicht böse, aber ich merke halt einfach an mir selber, ey, das ärgert mich so ein bisschen. Ja. Warum hört ihr nicht, manchmal nicht zu? Na gut. So, letzter Punkt. Den betrifft tatsächlich nicht jedermann. Und deswegen, das Video ist jetzt auch schon sehr, sehr lang. Und deswegen kündige ich ganz kurz an oder sage ich mal ganz kurz, um was es geht. Und dann könnt ihr selbst entscheiden, ob euch das interessiert oder nicht. Und zwar geht es darum, wer in den Multiplayer-Folgen mitmachen möchte, hier in Horizon, also in den Specials, in den Multiplayer-Folgen, der soll Donnerstagabends auf unser Teamspeak kommen und da gibt es einen Warte-Channel und da wartet man und dann hat man die Chance teilzunehmen. Natürlich ist es in der Regel so, und
oder da der Andrang sehr hoch ist, ist es sehr schwierig damit zu machen, aber das ist so die einzige Chance damit zu machen. Punkt. Ja, das dazu. Jetzt am letzten Donnerstag gab es da Beschwerden. Ja, nenne ich es mal so. Wenn euch das jetzt nicht betrifft oder euch nicht interessiert, dann sage ich an der Stelle schon mal vielen Dank fürs Zuhören. Genießt diesen Sternenhimmel hier von Australien über dem Outback. Und ich hoffe, die Folge hat euch viel oder hat euch gefallen. Die erste Hälfte auf jeden Fall, zumindest die zweite ist ja ein bisschen trockenes Gelaber, aber trotzdem konntet ihr vielleicht da ein bisschen was mitnehmen. Und ja, das wäre sonst an dieser Stelle, sage ich schon mal Tschüss an diejenigen. An die anderen geht es jetzt direkt weiter mit dem Thema. Und zwar am Donnerstag war es so, dass ich mit dem Lukas und dem Duki von Abgefahren haben wir Assetto Corsa aufgenommen, eben dieses... Diese Dreifaltigkeit quasi mit den drei Hybrid-Hypersportlern, wie auch immer. Das haben wir an dem Abend aufgenommen, noch vor der Horizon-Aufnahme. Das hat sich alles ein bisschen gezögert, weil wir ein paar technische Probleme hatten. Und dann hat sich das so ein bisschen gezögert. Dann hat Duki auch spontan gesagt, hey, er wäre auch beim Multiplayer-Special dabei und so weiter und so fort. Und dann haben wir so ein bisschen gelabert und so weiter. Und es war halt schon spät. Und da Duki das erste Mal dabei war und ich den nicht gleich total überfordern wollen würde, wie auch immer, habe ich halt quasi meine Stammbesetzung mitgenommen. Also ich habe halt Leute mitgenommen, die halt schon sehr, sehr lange mit dabei waren. Und das halt eben auch, wo ich weiß, es sind Leute, die können sich benehmen. Und da will ich jetzt nicht einen komplett Wildfremden dabei haben. Und genau, deswegen habe ich dann meine Leute einfach zusammengezogen und habe quasi die Leute im Wade-Channel nicht darüber informiert, dass wir voll sind, dass wir quasi unsere Besetzung für die Folge haben und dass wir danach nichts mehr aufnehmen werden und was wir aufnehmen und wie auch immer halt. Also die wussten halt nicht Bescheid. So, an der Stelle sage ich auch einfach schon mal vorweg, das tut mir leid, das hätte man auf jeden Fall besser lösen müssen. Ich hätte euch auf jeden Fall die Leute, die im Warte-Channel waren, Bescheid sagen sollen. Hey Leute, heute wird nichts, tut mir leid. So und so sieht's aus, wisst ihr Bescheid. Ja? Und da haben sich auch viele dann beschwert im Nachhinein, dass es eben so war, dass sie halt gewartet haben und über nichts Bescheid wussten, das heißt den ganzen Abend für die Cuts gewartet haben. Die Beschwerden der Beschwerden oder in den Beschwerden standen noch ein bisschen ein paar andere Sachen drin. Und als ich das gelesen habe, habe ich zu einem, ich bin ja so eine Person, ich versuche ja immer beide Seiten zu sehen. Ja? Sowohl, in dem Fall habe ich ja quasi einmal meine Seite, die habe ich ja gerade erklärt, und dann natürlich eure Seite. Ich habe einerseits direkt schon verstanden, dass da Frust mit dabei war, und ich verstehe das auch vollkommen. Aber, das aber jetzt mal groß und fett geschrieben, oder geschrien, aber, ja, hatte ich auch so, während ich das so gelesen habe, schon so ein bisschen so, ey, Leute, ist es jetzt euer Ernst, so ein bisschen. Und ich habe auch echt überlegt, wie soll ich darauf antworten, ja. Habe gedacht, soll ich jetzt was schreiben, was soll ich da schreiben, soll ich das eine jetzt in mich runterschlucken und denken, komm, behalte es für dich, und schlussendlich habe ich mir ein paar Tage dann auch Gedanken darüber gemacht und momentan, oder beziehungsweise schlussendlich war es so, ich habe gedacht, ich spreche es in der Folge an, also hier jetzt spreche ich es an und sage einfach mal alles dazu, was ich dazu denke und was ich davon halte. Und ich schönige jetzt nichts. Und wenn sich jetzt jemand auf den Schlips getreten fühlt, dann ist es so. Ist mir dann aber auch egal, ja, bin ich ganz ehrlich. So, wie gesagt, ich verstehe es, es hätte besser laufen können, definitiv gebe ich euch recht. So, das zu dem Punkt, so, jetzt aber eben das Aber, ja, erster Punkt, es ist zum ersten Mal jetzt so passiert, dass ich euch nicht Bescheid gegeben habe, zumindest bewusst, dass ich es nicht Bescheid gegeben habe, dass dann direkt so ein Aufstand vollführt wird, finde ich ein bisschen übertrieben. Und von einigen weiß ich auch, die in diesem Warte-Channel waren, dass ihr euch gegenseitig extrem aufgestachelt habt. Gegenseitig, ja. Ihr habt euch gegenseitig mega aufgestachelt, bla bla bla. Und ich weiß, wie das ist in so einem Pulk. Da stachelt der eine den anderen an und dann wird es eigentlich viel schlimmer dramatisiert, als es ist. Ja. Und da könnt ihr mir jetzt erzählen, was ihr wollt, aber das ist so. Habe ich schon von mehreren Quellen so bestätigt bekommen. Und ich denke, auch deswegen sind die Beschwerden auch so drastisch formuliert worden. Weil, wie gesagt, das ist jetzt einmal passiert. Ich finde es jetzt nicht weiter schlimm. Man kann das einmal kurz erwähnen. Ja, wie schon gesagt, dann hätte ich auch das, wie ich es gesagt habe, gesagt. Dann hätte gesagt, okay, hey, komm, heute okay. Mein Bier hatte ich ein bisschen blöd gemacht, aber zum Teil hier richtig drastisch formuliert worden. Und ich will da einfach mal nur das sagen. Ja. Was da zum Teil geschrieben wurde, da muss ich echt sagen,
Leute, wirklich ans Kopf fassen. Da muss ich wirklich an den Kopf fassen, ja. Denn da wird geschrieben, dass manche Leute 5 bis 7 Stunden warten für diese Aufnahme im Aufnahme-Channel oder im Warte-Channel. Und da kommen sie nicht dran und dann ist sie auf der halbe Tag quasi weg und die Enttäuschung riesig und so weiter und so fort. Jetzt mal halblang. Ganz ehrlich, jemand, der 5 bis 7 Stunden in Warte-Channel für diese Aufnahmen wartet, das sage ich ganz ehrlich, dann bist du ein Riesenidiot. Sorry, sage ich jetzt ganz ehrlich zu dir, dann bist du ein Riesenidiot und total selbst schuld. Denn, warum wartest du so lange? Das ist ja keine Warteschlange in dem Sinne, dass der Erste zuerst drankommt, sondern das ist ja scheißegal. Die Aufnahmen beginnen frühestens um 19 Uhr. Das heißt, wenn ihr um 18.30 Uhr von mir aus in den Channel geht, reicht es ja dicke. Wenn da Leute dann halt aber schon um 3 Uhr mittags oder sowas in so einen Channel gehen, ja dann, sorry, dann seid ihr ja selber blöd. Sorry, dass ich das so sage, aber dann braucht ihr euch auch wirklich nicht beschweren. Ja? Das reicht dicke aus 19 Uhr in diesen Channel zu gehen und von mir aus 5 vor 19 Uhr, weil wir frühestens 19 Uhr aufnehmen. So. Ja, in der Regel ist es sogar eher 20 Uhr, wegen Vorbereitung und so weiter und so fort. Ja. Oder wie jetzt letzten Donnerstag sogar erst 9:30. So. Das ist erstmal da. Dann war es bei einigen so, die gesagt haben, hey, die wussten nicht, wie lange sie können und so weiter und so fort. Ja, hallo, wenn schon 9:30 ist, warum wartet ihr da noch? Ja, auch so ein Punkt, verstehe ich nicht. Ja. Also ich weiß nicht, ich habe so das Gefühl, ihr habt jetzt einfach nach ganz vielen Argumenten gesucht, um zu sagen, so, Ray, dem sagen wir jetzt mal, was alles scheiße ist. Und auch wenn manche Argumenten sehr, sehr, sehr an, wie schon gesagt, Facepalm-mäßig ist. Ja? Also wie gesagt, da habe ich schon echt gedacht, ey, wer sowas schreibt und auch noch ehrlich meint, mit 5 bis 7 Stunden warten, da kann ich euch echt nicht mehr helfen. Ja? Also da, ihr merkt schon, da rege ich mich schon ein bisschen auf, weil ich das dann schon unverschämt finde, euch, von euch mir gegenüber, mir sowas dann zu unterstellen und so weiter. Ja? Also das ist dann einfach eigene Dummheit. Sorry, muss einfach nochmal gesagt sein. So, dann wurde verlangt, dass ich genaue Angaben machen muss, wann genau aufgenommen wird, was aufgenommen wird und so weiter und so fort. So, jeder, der schon ein bisschen länger dabei ist, weiß ganz genau, diese Multiplayer-Folgen werden sehr spontan entschieden. Das heißt, es gibt keinen Matchplan oder einen Aufnehmplan, wo es heißt, okay, diesen Donnerstag, Aufnahmetag, nehmen wir zum Beispiel Supercars Tuned auf oder hier Gruppe B Special oder Lost in Horizon oder Cops vs. weiß ich was. Das ist fix, steht schon die ganze Woche fest oder bla bla bla. Nein, das ist es nicht. Ich selber mache mir immer ein paar Gedanken, was man machen könnte. Ich bereite ein paar Sachen vor. Grundlegend bereite ich ein paar Sachen vor. Manche Sachen müssen dann am Abend direkt auch vorbereitet werden, weil sich manchmal Dinge spontan ändern. Und spontan ist halt auch das Wort. Das ist alles sehr spontan entschieden. Das heißt, ich entscheide mit ein paar Leuten, die ja gerade da sind, von denen ich auch weiß, denen ihre Meinung ist auch was wert, entscheide ich spontan, was wir machen. Das heißt, ich kann euch nicht im Vorfeld sagen, was wir machen. Punkt. Ja? Weil es gibt ja so ein paar Leute, die möchten nur bei dem einen dabei sein und beim anderen nicht. Ja? Das ist dann aber auch denen ihr Problem, nicht meins. Ich biete euch das ja nur an. So. Des Weiteren, ja, wie gesagt, Uhrzeit, klar. Da könnte man auf jeden Fall schon mal besser sagen, dass ich halt wirklich so, habe ich auch früher eigentlich immer gemacht. Ja, früher, ich habe es jetzt einmal nicht gemacht, meine Fresse, ja, muss man auch mal wieder erwähnen. Dann steht dann da im Warte-Channel, beginnt circa so und so viel Uhr. Ja, dann wisst ihr ungefähr, wann es losgeht. So. Dass nicht alle Leute mitmachen können, sollte klar sein. So. Des Weiteren ist es so, ich möchte nicht, ja, ich bin jemand, ich lerne gern neue Leute kennen, aber ich möchte nicht komplett wildfremde Leute mit in so ein Special nehmen, weil ich ja überhaupt nicht weiß, wie ist denn ihre Mikroqualität, Verbindungsqualität, ja, großes Thema aktuell, Verbindungsqualität, wie benehmen die sich und so weiter und so fort. Das ist immer natürlich ein Risiko. Natürlich, wie gesagt, ich nehme gern mal neue Leute mit, aber das ist immer halt so eine Sache. So, wie entscheide ich das aber, dass dann trotzdem mal jemand Neues mitkommt? Genau, ich frage die Leute aus der Community, die auf dem Teamspeak sind. So, und es gibt halt viele, viele, viele Leute von euch, die auf den Teamspeak kommen, nur wenn eben diese Aufnahmetermine sind. Ihr kommt nur, um bei so einer Aufnahme dabei zu sein. Sonst lässt ihr euch nie blicken. Und das ist eigentlich nicht so das, was ich möchte. Ich möchte Leute dabei haben, die sich einfach in dieser Community, also zumindest in dieser Teamspeak-Community auch, ich weiß, der eine oder andere fühlt sich jetzt ausgegrenzt, weil er Teamspeak nicht nutzen kann,
Ja, aber das, da kann ich ja nicht helfen. Aber trotzdem, ich möchte einfach, dass diese Community, die eben halt zum einen in den Kommentaren auch, wenn sich jemand in den Kommentaren gut äußert, viel äußert und so weiter, konstruktiv äußert, dann kann der gerne auch mal, wenn er nicht immer im Teamspeak ist, mal genommen werden, weil ich weiß, hey, guck mal, der schreibt immer gut und so weiter, der ist ein interessanter Mensch, den würde ich gerne mal dabei haben. Genauso aber auch eben Leute, die im Teamspeak viel dabei sind, mit den anderen spielen, sich in die Community integrieren und so weiter und so fort. Solche Leute nehme ich gerne mit und da frage ich eben halt, wie zum Beispiel ein Steven, ein Cookie, ein Andy und so weiter, die einfach aktiv auf dem Teamspeak sind, die wissen am ehesten Bescheid. Und ich meine, ein gutes Beispiel ist zum Beispiel Chucky. Chucky ist relativ neu bei uns mit auf dem Teamspeak dabei, aber der ist jetzt in den letzten Specials sehr oft dabei gewesen, weil er sich einfach zu benehmen weiß, er einfach viel auf dem Teamspeak ist, anderen hilft, mit anderen spielt und so weiter und so fort. Ich sage auch nicht jeder muss mit jedem klarkommen, aber es gibt ja auch mehrere Gruppen auf dem Teamspeak, ist ja auch kein Problem. Aber trotzdem, ich frage dann die Leute auch, weil ich selber kann auch nicht immer auf dem Teamspeak sein, bin ich ehrlich. Aber trotzdem, Leute, die halt sich einfach gut anstellen, die sich einfach halt auch irgendwo gezeigt haben, okay, die sind in Ordnung, die kommen halt dran. Und Leute, die sich halt schon ein paar Mal daneben benommen haben, hat es auch schon gegeben, die nehme ich halt eigentlich in der Regel nicht mehr mit. Ja? Fertig. Das ist einfach mal zu dem Kriterium, wer genommen wird und wer nicht. So, ich glaube, es hat sich auch niemand, glaube ich, darüber beschwert, warum er nicht genommen wurde. Ich glaube, so viel sollte klar sein. Es hat, glaube ich, auch jeder, der sich beschwert hat, hat sich ausdrücklich zu dem Punkt gebracht, dass sie das ja auch als Chance sehen, bei sowas dabei zu sein, dass sie das cool finden, dass man auch die Chance hat, theoretisch, wie gesagt, praktisch, gerade eben erklärt, ist es natürlich immer so eine andere Sache, aber theoretisch kann ja jeder aus der Community dabei sein, der halt ein paar gewisse Punkte erfüllt und ich möchte es euch auch anbieten. Diese Multiplayer-Specials sind ja damit entstanden, dass man auch einfach die Leute, die Community mit einbezieht. Das möchte ich auch weiterhin tun und das haben auch, glaube ich, also es hat keiner, der sich beschwert hat, das irgendwie in Frage gestellt. Und das möchte ich hier auch nochmal zum Ausdruck bringen, weil ich möchte die Leute, die sich beschwert haben, nicht an den Pranger stellen, ja. Das, nicht, dass der Eindruck jetzt aufkommt, ich möchte einfach nur noch auf diese Beschwerden eingehen. Ich finde es gut, dass ihr auch den Mund aufmacht, beziehungsweise es auch in Schrift von niederbringt, nur ich möchte es halt einfach nochmal ansagen, beziehungsweise meine Stellung dazu beziehen, ja. Und genau, das heißt nicht so von wegen, hey, ich biete es euch an, ihr habt nicht das Recht, euch zu beschweren. Habt ihr vollkommen, ihr dürft, wie gesagt, konstruktive Kritik dürft ihr gerne immer bringen, nur halt eben, ihr sollt halt eben nicht, beschweren ist halt, finde ich, das falsche Wort. Ihr sollt halt eben konstruktive Kritik eher äußern, so, Punkt. Und, das einfach dazu, zu dem Thema. Können vielleicht noch auf den einen oder anderen Punkt, der noch geschrieben wurde, vielleicht auch noch drauf eingehen, aber ich möchte es eigentlich nicht so lange ziehen, weil das Video eh schon viel zu lange ist. Wie gesagt, ich werde natürlich in Zukunft schon versuchen, genauer zu sagen, wann es losgeht. Auch den Leuten im Warte-Channel sagen, hey, okay, das war's für heute. Wir haben alle. Es gibt ja auch immer Leute, die nachrücken. Ja, das gibt's ja auch. Gerade in den letzten Folgen öfters mal passiert, dass jemand rausfliegt. Dass wir dann nochmal jemanden brauchen, den wir nachziehen. Das gibt es ja auch mal, aber trotzdem werde ich trotzdem sagen, hey Leute, okay, wir werden jetzt eigentlich voll, blablabla, ich sage euch Bescheid. Es lief blöd, gebe ich zu, ja. Aber wie gesagt, das ist jetzt einmal passiert und deswegen stachelt euch da nicht gegenseitig auf. Ist eine ganz blöde Idee, sowas zu machen, weil man kriegt immer auch Konter oder Kontra. Ja? Ich könnte jetzt auch ein Arsch sein und sagen, hey Leute, wisst ihr was, wenn ihr euch nur beschweren könnt, und lassen wir das in Zukunft. Dann nehme ich nur noch meine Ding-Leute mit und nehme gar niemand mehr von euch mit oder sowas. Hätte ich auch sagen können. Ja, aber das bin ich nicht. Ja, habe Glück, dass ich kein so Arsch bin. Ich bin nur ein kleiner Arsch. Ja. Arsch in Ausbildung, sage ich immer. Ja. So. Aber das ist ein anderes Thema. Müsst ihr nicht verstehen. Auf jeden Fall. Ja, das zu dem Thema einfach. Ich hoffe, es ist damit geklärt. Ich hoffe, man kann vielleicht Donnerstag selber, also morgen Abend, vielleicht nochmal drüber reden. Wenn es da nochmal Fragen gibt, würde ich euch einfach drum bitten, wenn ihr da nochmal Fragen dazu habt, dann komme ich bei euch mal vor der Aufnahme im Channel. Mal gucken, wer von denen, die dann im Channel sind, das Video überhaupt oder das hier jetzt angeguckt haben, angehört haben. Ja, wahrscheinlich nur die Hälfte. Aber vielleicht, wenn es dann Fragen gibt, merkt euch die Frage einfach oder der Punkt einfach. Dann können wir da nochmal drauf gerne persönlich sprechen im Teamspeak. Müssen wir ja nicht über die Kommentare lösen. So,
Gut, das sollte es aber gewesen sein. War jetzt gegen Ende vielleicht kein so schönes Thema. Aber ich denke mal, es sind einige Punkte, die ich jetzt einfach habe, wo ich einfach mal erzählen wollen würde, haben tunsen. Ja. Weiß, der eine oder andere ist wahrscheinlich schon eingeschlafen, das tut mir auch ein bisschen leid, aber es musste jetzt einfach mal, finde ich zumindest mal, musste der jetzt einfach weggekickt werden. Musste einfach mal angesprochen werden. So. Gut, das sollte es aber gewesen sein mit dieser extrem langen Folge. Ich hoffe trotzdem, gerade vor allem der erste Teil hat euch viel Spaß gemacht. Und dann geht's eben die Tage, ich sage jetzt nicht morgen, weil ich nicht weiß, was morgen kommt, lasst euch überraschen, aber die Tage, beziehungsweise in der nächsten Folge dann eben von Forza Horizon 3 weiter. Bis dann und bis zum nächsten Mal. Ciao!